einen Herrn betreut, eine Dame wurde vor Ort schon reanimiert. Haben wir ihn rausgeholt, haben ihn versucht wiederzubeleben. Leider sind beide Fahrzeugführer hier an Ort und Stelle verstorben. Ja, also ich bin eigentlich unterwegs gewesen mit Kollegen und wir wollten was essen gehen und dann waren hier plötzlich, war schon ziemlich nebelig und auch ziemlich glatt, wir haben -3 Grad. Und dann, als ich hier ankam, viele Leute standen hier, dann habe ich gesehen, dass da vorne ein Unfall passiert ist, dann bin ich natürlich vorgerannt und habe dann natürlich auch Erste Hilfe geleistet. Genau, und habe dann mich als vor Ort als von der Freiwilligen Feuerwehr erkenntlich gegeben und habe dann einen Herrn betreut, eine Dame wurde vor Ort schon reanimiert und im weiteren Verlauf kamen dann die Kollegen von der Feuerwehr Haltern und wir haben zusammen mit denen den Herrn, der noch atmete zum Glück zu dem Zeitpunkt, haben wir ihn rausgeholt, haben ihn versucht wiederzubeleben und ab dem Zeitpunkt dann bin ich dann irgendwann mal zurückgetreten, habe den Kollegen, die heute im Dienst sind, alles weiter überlassen. Jetzt habe ich leider gerade mitbekommen, dass der Herr nicht überlebt hat und die Dame, die andere Dame, die versucht hat zu überholen, wohl beim Nebel und hier durchgezogene Linie, dass sie wahrscheinlich auch nicht das überleben wird. Wir sind hier zwischen Mahl und Haltern am Bossendorfer Damm, wenn man von der A52 aus Gelsenkirchen kommt in Richtung Haltern fährt. Dann ist man schon hier auf der Landstraße eigentlich, aber gehört noch zur Autobahn wohl. Natürlich, aber ich sage immer so, mit der Feuerwehr selber, toi toi toi, zum Glück noch nicht einen richtigen Verkehrsunfall gehabt, wo man vor Ort war und dann geschnitten hat, das kommt hier eher selten vor. Aber natürlich, Unfälle hat man natürlich schon miterlebt, ist nicht das erste Mal, dass ich sowas in die Richtung erleben muss, ist natürlich nicht schön. Der Herr sah natürlich auch nicht dementsprechend aus, das ist keine Frage, aber in dem Moment versucht man halt einfach dann das Beste zu tun. Ich habe versucht, den Herrn zu betreuen und da geht es in der Regel eigentlich erstmal nicht darum, wie man sich fühlt, sondern einfach, dass den Leuten geholfen wird. Am frühen Abend bzw. am späten Abend, bevor eine 37-jährige Fahrzeugführerin aus Gladbeck die L612 in Fahrtrichtung Haltern und nach ersten Erkenntnissen überholte sie verbotswidrig ein anderes Fahrzeug, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Dort kam es dann zur Kollision mit einem PKW eines 59-Jährigen aus Recklinghausen. Leider sind beide Fahrzeugführer hier an Ort und Stelle verstorben. Was kann man jetzt sagen zu den Witterungsbedingungen? Meinen Sie, das hat das dazu beigetragen? Wie sieht es jetzt gerade, sage ich mal, hier aus? Wie ist es von der Kälte, Glätte? Ja gut, zur Unfallzeit herrschten ungefähr Temperaturen von 8 Grad minus. Des Weiteren traten immer wieder Nebelbänke auf. Die Sichtweite beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte war jedoch so, dass die Sichtweite doch über 100 Meter betrug, circa. Frage ich, wie war es mit den Ersthelfern? Wie haben die sich verhalten? Gab es Ersthelfer oder wie lief das Ganze ab? Richtig, es gab Ersthelfer, die Personen erst versorgt haben auch und anschließend an die Rettungskräfte übergeben haben auch. Was sind jetzt die weiteren Maßnahmen? Die weiteren Maßnahmen sind, wir haben ein VU-Team angefordert. Die sind spezialisiert auf Verkehrsunfallaufnahmen. Die kommen aus Dortmund. Des Weiteren werden die Fahrzeuge nachher sichergestellt und die Unfallstelle geräumt werden. Wenn euch auch diese Videodokumentation wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer gerne über ein Like von euch freuen.
Selbstverständlich dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen, und die Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Inhalte mehr zu verpassen. Und natürlich dürft ihr wie gewohnt in den Kommentaren gerne eure Meinung kundtun oder eure Fragen stellen.